Ja, ich spreche nochmal von diesem Licht. Es durchströmt mich gerade und es ist Gott selbst, es ist die Liebe selbst, es ist mein Herz verspricht und deswegen halte ich das jetzt auch nicht zurück. Ich hoffe, du kriegst es mit. Also, es geht um Selbstliebe und es geht darum, wie du dein Potenzial und das, was dir der liebe Gott mitgegeben hat, entfalten kannst. Entfalten bedeutet, du bist eine Blume, du bist die pure Natur, du bist in Wahrheit Liebe. Und diese Liebe soll gelebt werden. Und da gibt es viele Dinge im Alltag. Das kann dein Job sein, das kann deine Beziehung sein. Das können Leute sein, die um dich herum sind, die dir die ganze Zeit irgendwas anderes erzählen. Und in Wahrheit bist du das selbst. Du erzählst dir die ganze Zeit eine Geschichte über dein Leben und demnach lebst du. Es gibt sehr viele Glaubenssysteme in dir und Gedanken, die den ganzen Tag mit deinem Leben bestimmen. Und dazu brauchst du jemanden, um da rauszukommen, brauchst du Leute, die das geschafft haben, die diesen Mut aufgebracht haben, so wie ich, das einfach mal zu vergessen, rauszuspringen, diesen Mut zu haben, dich zu zeigen. Und wenn du alle Liebe bekommen würdest der Welt, dann würdest du Dinge tun, ganz andere Dinge, als du jetzt tust. Wenn alle Welt dich lieben würde, wenn du den ganzen Tag so viel Liebe bekommen würdest, die du brauchst, dann würdest du mit deiner Liebe auch rauskommen. Du würdest diese Liebe zeigen. Ich stelle für mich fest, dass es nur Liebe ist, ob es in der Partnerschaft ist oder von Freunden oder von wem auch immer, dass dich das so stark aufbauen kann. Das gibt dir so eine unglaubliche Power. Deswegen ist Sexualität auch so wichtig. Deswegen ist Bewegung so wichtig und Sport, dass du dich fühlst, dass du diesen Seelenkörper in dir fühlst. Deswegen kann man oft bei Menschen auch erkennen, so im Außen, ob die sich lieben. Es liegt immer daran, wie du dich bewegst, ob dein Herz in Bewegung ist, das kannst du erkennen beim Sprechen, wie frei jemand spricht oder singt. Und was ich meine ist, dass zum Beispiel, deswegen ist es für manche Menschen auch unglaublich befreiend, einfach mal eine Droge zu nehmen, weil sie plötzlich erkennen, dass sie überhaupt nicht derjenige sind, der sie den ganzen Tag sind, warum sie dann teilweise sich so trostlos fühlen. Und deswegen ist es natürlich verständlich, dass sie sich dann ab und zu mal Drogen reinziehen. Aber es geht jetzt um was anderes. Es geht darum, dass du diese Freiheit und dieses Licht auch ohne Drogen leben kannst. Das ist viel, viel lustvoller. Das ist mehr als eine Droge. Liebe kann so schön sein. Und das wird auch mehr. Du fühlst dich vielleicht nur so traurig, weil du so viel Liebe von außen brauchst und es ist nicht genug da. Und deswegen ist es ein Weg, dir jemanden zu suchen, der dich liebt, indem du dir jemanden suchst, der dir hilft. Aber der sollte auch ein starkes Herz haben. Der sollte auch dieses Licht in sich kennen. Such dir jemanden, der dieses Licht, was du leben willst, reflektiert. Und wenn du den gefunden hast, dann gibt er dir die Power, dass du an dich glaubst und das kannst du in deinem Herzen fühlen. Dass du merkst, das Licht wird mehr und dann lässt du strahlen. Und es gibt für jeden Menschen irgendwo auf diesem Planeten jemanden, der dir helfen kann. Es sind überall Engel, es sind überall Menschen um dich herum. Such dir die richtigen Leute. Such dir jemanden, der dein Licht reflektiert, wo du dein Licht wieder erkennen kannst und daran glaub. Und dann kann es sein, dass du sogar Menschen verlassen musst, wenn du merkst, dass Menschen in deinem Umfeld sind, die dir nicht gut tun, wo du eigentlich merkst, dein Licht wird kleiner, dann musst du dich verlassen. Oder vielleicht musst du sogar kämpfen, dass du mit diesem Licht rauskommst und dann kann es sein, dass dann Leute kommen. Ich öffne jetzt mein Herz, weil das ist etwas, das ist mir das Wichtigste in meinem Leben. Bevor ich sterbe, möchte ich alles ausgedrückt haben, was mir auf dem Herzen brennt und was mir auf der Seele liegt, damit ich Vergebung erleben kann. Ich möchte Vergebung erleben. Ich möchte mich selbst als diesen Seelenkörper erleben und das in diese Welt geben und auch andere dadurch in mein Leben ziehen, dass wir gemeinsam diese Liebe leben, diese Liebe aus dem Herzen. Und dass wir alle unsere Gaben teilen können. Ich liebe dich.